Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei Kettle und Kopf. Vorweg mal entschuldigen, dass drei Folgen der Traktor-Sound etwas schwer zu hören waren, vielleicht auch gar nicht teilweise. Aber ich denke mal, die Folgen waren zu wichtig, um da jetzt komplett zu verzichten drauf. Da ja echt gut zu hören war und der Traktor-Sound teilweise über Mikrofon. Ja, ist leider so. Hat sich wieder das System umgestellt. Ein Brombus Update oder so, keine Ahnung, kann alles sein. Achso, es gab ein Treiber-Update für die Grafik, für die Soundkarte. Das war es gewesen. Ja, gut, okay, egal, das ist alles nichts. Kontrolle, kurz mal reingehen für Feld 3, ob das zum Anfang schon Mais 4%, Wachstum, na klar, 0. Und düngermäßig sieht ganz gut aus. Da bin ich jetzt ein bisschen mal ganz kurz reingucken bei Stickstoff. Es sieht doch hier teilweise extrem unterschiedlich aus, ne? Und dunkel ist schlecht und hell ist bald zu gut das Guten. So, Phosphat. Ja, teilweise ja eine Katastrophe. So sehe Flecken hier mäßig und bei Kalium. Dunkel ist ganz schlecht, hell ist gut. Naja, da haben wir ganz schöne dunkle Werte hier noch, ne? So, dann geht man kurz auf die Felder direkt drauf. Feld 1 fehlt Kalium komplett. Feld 2. Da fehlt Kalium auch komplett. Feld. Da hat er ja ganz schön genutzt. Also, da werde ich jetzt Folgendes tun. Also, Feld Nummer 49 würde ich meinen. Da knallen wir mal 15 drauf mit unseren einen Helfer. Dann machen wir kurz aus. Ist ja gebremst. Da können wir ganz kurz zum Hof gehen. So. Und den mal rausfahren. Weil der Helfer kommt dann mit dieser Position, glaube ich, nicht gut zurecht. Jetzt stehen die beiden hintereinander. Ich habe mich gerade kurz geladen. So. Wir stellen ein Bremse. Ein Helfer. Also unsere Felder müssen komplett, also Feld 49, muss ich komplett machen. Mit denen fange ich an, da kann alles gemacht werden. Feld Nummer ja, 6 auch und die 1 eigentlich auch. Und ja, die 2. Alle drei können mehr oder weniger kräftig gegeben werden, an Dünger geben werden. Am meisten fehlt Stickstoff. Kalium, würde ich meinen. Kalium, obwohl allgemein. Wir nehmen 15, das ist ganz gut. Und zwar brauchen wir ein Helfer. Wir nehmen mal ein 2-Sterne-General. Oder wir müssen gucken, wie im Preis, weiß ich auch nicht genau. Ich denke mal, für mehrere Stunden macht das nichts aus. Wir nehmen ein 2-Sterne-General. 18 Jahre, 9 Monate auch schon 2 Sterne. Mensch, das kennen wir. Wir leihen uns immer aus. Für 12 Stunden. So. Leihen. Dann Aufgaben. Jo. Aufgaben. Neue Aufgabe. Feldtyp, Feldbearbeitung. Fahrer. Benjamin Thomas auswählen. Gespannt. Zack 1000. Wählen. Gewicht 500 Kilogramm, der ist nämlich dran, ne? Und die Düngereinheit wählen. Dann werde ich mal ganz kurz speichern. Arbeitsbreite 42. Feld auswählen 49. Norden und West ist egal. Nach Feldarbeit
Hof. Genau. Und Feldbereiche Tumor X1 sofort. 500 Kilogramm ist dann richtiger Wert. Nachkaufen. 15:15. Nach Aufgabe gespannt behalten. Von vorne beginnen, sonst denkt er schon fertig. Ja. Und also falls wir im Hof hätten, wir haben im Hof so einen Dünger nicht vorhanden. Müsst ihr mal bei Gelegenheit mal Dünger kaufen in größeren Mengen und dann kann man das einlagern. Dann bräuchte er nur vom Hof kaufen, holen. Speichern. Und Kollege fährt los. Ja, und wir werden hier weitermachen. Hoffen es nur eigentlich an. Ja, das ist der Traktor. Allrad ist an. Ja, mit EEG-Wissung ist auch an. Passt. Haben wir noch mal unten steckt. Unten noch, ja. Ja, ist eine Erde drin. So. Und wir starten mal. Dünger geht weg und sagt gut auch, das passt. Und nochmal. Also hat es diese sogenannten ja, letzten 4 Wochen im Prinzip den ganzen Dünger von vom Frühling aufgebraucht, mehr oder weniger. Ist ja Wahnsinn. Meldung. Passt die Arbeitsplatte nicht genau? Guck mal kurz rein. 6 Meter. Ballplatz verschenkt. Ah, Kollege schon da. Gerade gewundert, wieso das immer so. So. So, V. Und Lenkung, hä? Jo, genau so muss es sein. Denn das war ja extrem wenig Dünger gewesen, also in den Feldern, und das war komplett mehr oder weniger nackig vom Dünger her. Und das hätte doch ganz schön Verlust gebracht, wenn wir schlecht gedüngt hätten. Ne? Sondern bitte schön das ganze Getreide dann wachsen. Ausreichend. Sonne geht auf. Wie schön, da hinten. Goldene Planet. Ohne dem wird nichts wachsen. Dünger für die ersten 3 Spuren knapp 20%. Ne, 12. Hoffen wir, das reicht. Und da wird nachkaufen. Ja, Getreide sieht gut aus, muss man sagen, ne? Wir wollen noch nicht rauffahren, ne? Das wäre schlecht. Sonne ist ungünstig für die Aufnahme. Das sieht schlecht aus, weil ich im Prinzip genau da im Bereich wieder nichts aussehe in einer Ecke. So. Jetzt geht's. Auf jeden Fall. Sonnenschutz. Ich meine, man kann da nicht vergleichen im Reellleben. Reellleben sieht man doch ein bisschen anders, ne? Ja, wir im Spiel sind da doch ein bisschen eingeschränkt. Immer abhängig von der Art der Programmierung und wie das gut gemacht ist. Ja. Aber das Gegenlicht, das stimmt und das blendet ganz schön, ne?
So. 10 Minuten. Ja, ich versuche mal ungefähr die 18 Minuten einzuhalten. Es ist im Prinzip ist das so, wenn viel geschaut wird und der Durchschnitt ist natürlich ideal, das ist gut für den Algorithmus für YouTube und man wird relativ häufig vorgeschlagen. Deswegen ist eine Folgenlänge, die optimal ist, eigentlich sinnvoll. Aber wer weiß das schon, ne? Ja, also normalerweise Maislegemaschinen, die haben keine Gruppeeinheit davor. Na gut, aber in dem Fall ist anders. Da ist auch Hammer, ne? Hammer ist, ja. Vielleicht sind dann einige mal kreativ und nehmen sie da Einheit an, ne? Ist immer eine Kostenfrage. Wie gesagt, hell ist gut, gut gedüngt und blau ist schlecht gedüngt. Bodenmäßig, Lockereinheit ist es ähnlich. Macht er gerade 2? Nee, ne? Nämlich genau so eine Spuren zu sehen. So. Wird 49 beauftragt. So. Kopf juckt. Frau. Das geht bergab, ne? Auch kein Gas geben. Das rollt ein bisschen aus. Mal sehen, ob das Blaue weggeht. Das Dunkelblaue. Wahnsinn. Es könnte schon sein, das Lichtspiel, das natürlich auch die Ressourcen wegfrisst, ne? Sonnenstrahl und so, das ist ja jede einzelne zu sehen, ne? Das glaubt man gar nicht. Es sind 6 Stunden gewesen und bis 11 Uhr müssen wir durch sein. Dünger wird, naja, knapp. Sehr knapp sogar. Das Akku sieht gut aus. Aber Dünger. Aber das Dunkelblaue geht weg und wird Richtung dunkel. Müsste mal, ja, man müsste irgendwie ein Gerät haben, mal flügen, ne? Beziehungsweise Traktor haben. So. TT heißt für mich zweite Tempomatgeschwindigkeit, eingestellt bei 15 km/h. Mit schwachem Traktor wird er dann nichts mit den unseren 1000 MB Truck schafft er die 15 km/h nicht. Also ja, Dünger sieht mau aus.
Wenn wir mal nachkaufen. Und Düngern ist nicht allzu teuer. Saatgut ist am teuersten. Ich möchte gerne Feld 3 fertig bekommen. Mal schauen. Aber überziehen möchte ich auch nicht. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Aber so ähnlich hatte ich geplant gehabt. Nun habe ich nicht gedacht, dass das zu viel Dünger braucht, also verbraucht wurde. Dann kann der gar nicht ganz schön nebenbei arbeiten, ne? Ja, also hier. Feld. Muss schnell sein. Da, wird hell. Vielleicht können wir noch einmal mit nur Kalium düngen. Ja, das kann sein. Schließe ich mal nicht ganz aus. Ich würde aber die Einheit leer machen im Hof, in einem der Lager. Und da würde ich zum Einkauf schicken, Genossenschaft, für Kalium direkt. Wie gesagt, hier halbes Feld ungefähr, dann noch nicht ganz mal halbes, ein Drittel, und wir haben schon, ja, fast die Hälfte verbraucht. Fast. Aber wie gesagt, Mais braucht eigentlich viel Dünger normalerweise. Wie hat Bauhannes erklärt, man kann an der Blattfarbe erkennen, ob das gut Dünger ist oder nicht. Faustregel, es geht dunkler, umso mehr Dünger gibt. Es gibt außer, das ist die Ausnahme, das kann auch vorkommen, dass die Sorte so entsprechend ist, dass es blau aussieht. Das stimmt nicht immer mit der grünen Farbe, ne? Aber allgemein ist das so, je dunkler, umso besser ist die Pflanze versorgt. Und die Pflanzen brauchen halt Dünger zum Wachsen. Ne? Denn wenn man jedes Jahr nur erntet, man fährt ja das Ganze, kann man sagen, die ganzen Körner ist ja der Mais, die Kraft drin. Und das fährt man ja weg. Beim Mais bleibt zwar das Kleinzeug auf dem Feld, das verrottet wieder zum, für Humusaufbau. Und nur wenn wir im Prinzip hier nur Körner Mais nehmen. Wenn gehäckselt wird, nimmt man ja alles weg und dann muss man im Prinzip mit Dünger ausgleichen. Grundes Ideal normalerweise Gärreste, ne? Gärreste oder Gülle, weil die enthalten ja auch Stoffe, biologische Stoffe für Humusaufbau. Und Kunstdünger ist ja nur, ja, die Mineralien, kann man sagen. Aber der Boden braucht ja auch ein bisschen Humus, also um alles gut entsprechend Wasser speichern zu können. Ne? Je mehr Humus vorhanden ist, umso mehr kann er speichern. Und deswegen ist eigentlich Humusaufbau auch sehr wichtig, dass man da jedes Jahr ein bisschen reinbringt. Bei uns haben sie früher viel Mist gegeben, also Mist gestreut und untergepflügt. Das hat auch schon ein bisschen geholfen. Und im Garten haben wir das auch gemacht, beim Umgraben jede zweite Reihe Mist runter gemacht. Man hat davon im Frühjahr nichts mehr gefunden, da war alles weg. Aufgebraucht. Wahnsinn. So, liebe Schauer, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle Kopf mit der Maisaussaat und unser KI wird weiterhin die Düngeaufgaben von Feld 1, 2, 6 und 49 durchführen. Aktuell 49. Tschüss, ciao, ciao. Jo, vielleicht schaut ihr morgen wieder rein. Morgen geht es hier weiter. Hier in den Sonnenaufgang im Kettle Kopf. Tschüss.